Hallo und herzlich willkommen zu Burgwind Ultramond. Und im letzten Part haben wir von Habu ja das Pampus bekommen als Pokémobil. Ich weiß nicht, den können wir anquatschen, aber mit Pampus Galopp durchquerst du das unwegsamste Gelände. Aha. Das wollte er uns sagen. Also Pampus Galopp. Einmal haben wir das hier. Und B und galoppieren geht auch noch richtig schnell. Okay, und wieder runter. Sonst würde mir das so hektisch. Ein Vorherheiler. Gut, über die Wiese. Wir haben noch genug Flottbälle. Ein Krotel. Naja, also ich sag mal haben. Finde ich schon cool. Dürre von Krotel wirkt. Markigen. Flott. Wäre natürlich schön, wenn sich das jetzt fangen ließe. Und klappt. Und die Sonne scheint. 800 Punkte für nichts. Eintrag. Kurzel steht für sich alleine, kriegt keine Erweiterung. Es erzeugt Energie, indem es Kohle verbrennt. Wenn diese vollständig verbrannt ist, kann es sich nicht mehr bewegen. Das ist nämlich ein Kohle-Pokémon Typfeuer. Okay. So, na gut, dann gehen wir mal rüber in die andere Wiese und kicken mal in das Gras. Ah ja, immer dasselbe brauchen wir nicht, nee. Wozu auch? Okay, schnell weg. Na vor allem die Klubbebänder, dass sie ohne Pampus gar nicht rüberkommt da. Aber ein Pampuli. Hab ich doch schon. Okay, also wenn wir Pampoli haben, können wir dazu Pampros erweitern. Was ist denn hier los? Die stehen einfach nur da, oder wie? Achso, das Wetter in Alola ist immer so verflixt gut. Da könnte ich echt ausrasten, verstehst du? Interessanter wäre eigentlich, was hier im Pokémon da beim Pangaduo, Lizzie und Steffen. Jeder hat eins. Rockheiman und so, erst Kampf und das andere ist Boden. Okay.
Also. Das ist ja blöd. Das tausche ich mal dahin. Und das andere lassen wir, wo es ist. Weil das ist nämlich effektiv. Bam, bam. So, der ist schon mal weg. Der Primarine auch geschafft. Weil Psyo-Attacken kann der auch nicht ab. Er vergräbt sich in der Erde. Finde ich ein bisschen blöd. Ja, kannst du irgendwas machen, was dir Spaß macht? Oh Mann, so viel. Nee, so viel wollen wir nicht. Dann lieber das. Ach so. Ich glaube, hiermit kann ich nicht so viel anfangen. Okay. Ja, Rocketman steckt unter der Erde, deswegen können wir keine Attacken anwenden. Aber jetzt, pass mal auf. Schaumserenade. Nun zeig mal raus. Akrobatik. Ja, ist nicht besonders viel, aber gut vorbereitet. Und? Sogar Rentata kriegt auch was ab. Das ist der Nachteil. Aber Rentata recht Level 43. Und Offenlegung. Nö. Das war selbst für meine Verhältnisse echt schlecht. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Komm doch, komm noch mal, ich will eine Revanche. Okay, die haben schon ein bisschen mehr Geld. Eigentlich. Guck mal. Schon happy. Guck mal, genauso hellblau wie du. Okay, gerne. So, aber zurück zur Route 12. Die da. Pokémon müssen niedlich und stark sein. Das ist von großer Bedeutung. Da bin ich mal gespannt, was sie dabei hat. Andrea,
Andrea in Galapa floss. Ist das Wasser? So eine Service am Verrost. Elektroball? Ja. Sogar Lopperfloss wurde besiegt. Süß und stark und trotzdem verliere ich. Was ist denn hier los? Okay, für Elena hat sie schon ganz schön trotzdem Geld. Ah ja, wir kennen das schon aus, ne? Was verbrauchen? Na? Guck mal. Achso, das ein bisschen krabbeln. Na, siehste. Okay, jetzt haben wir viel mit Streicheln verbracht. Okay, wo geht's denn jetzt hier lang? Da kommen wir echt nicht rüber. Marcy hat ja gesagt, Pokémon-Kämpfe sind mein Leben, mach dich bereit. Na klar, ich kann also auf Pampros Rücken hoch kämpfen und Trainer für Hoffnung Fabio. Also dafür das Kämpfen sein Leben sind Cognodon. Überbrückung. Ich hab ja nicht mal eine Ahnung. Aber Sternhagel hört sich gut an. Okay, das war nur geraten. So ist das Leben, der Sieger strahlt, der Verlierer weint. Aha. Okay, ich kann sogar noch ein bisschen sammeln auf dem Pampros. Ein Voltenso. Okay, Level 30. Flottball. Die Flottbälle sind echt Gold wert, also sehr gut, dass es die dort immer gibt. Also wird uns irgendwie der Glurak mal zurückfliegen zur Route 8. Eine Fangrate von 99%.
Ampharos versucht, Watteschild zu lernen. Was ist denn das? Mal lesen. Watteschild ist eine Pflanzenattacke. Anwender schützt sich, indem er sich in einem luftigen Flaum hüllt. Erhöht die Verteidigung drastisch. Ah nee, da haben wir die. Das passt nicht zu uns. So, warte, ich halt nicht erlernt. So, die sind alle übelst hoch im Level. Tja, wer da war denn davor? Ein Entladungs-Pokémon Typ Elektro. Da seine Muskeln mit Elektrizität stimuliert, kann es sich sehr schnell bewegen. Auch Muskelkater heilt es sofort mit Strom. Ja, gut hat's das. Okay, das hat sich auch richtig gelohnt, ne? Und absteigen. Hier, der hier ist, der mit allen kämpfen muss. Mit der Attacke Drachenroute kannst du denn die Gegner vom Feld fegen. Besiege alle Trainer auf Route 12 und komm zu mir zurück, wenn du mehr wissen willst. Okay. Ey, der rennt von mir weg. Okay, wie du meinst. Ah, jetzt hat er mich gesehen. Hohe Genauigkeit oder hohe Stärke? Hey, ich muss etwas an dir ausprobieren. Morgen ist der Forscher. Morgen hat ein Pyrogon. Was ist jetzt Stahl? Hat Krallenwucht. Und so einiges. Na gut, ich rate mal. Verteidigung stark. Steckt stark. Ich glaube, mit dem Feuerfeger lag ich schon richtig. Initiative steigt hoch. Und noch ein Feuerfeger. Wird abgewehrt. Genesung. Na klar. Natürlich. Feuerfeger. Pass. Okay, und jetzt irgendwas klingelt. Was er nicht kennt. Durchbruch. Gut. Sehr gut. Ich denke, mit dem Lokok haben wir richtig Schwein. Magneton. Nee, weiter.
Na okay, dann machen wir das. Okay. Es geht ja also nicht nur um das Potenzial der Attacken, man muss auch die Denkweise des Gegners analysieren. Schaffst du das? Okay, also er will unsere Denkweise analysieren. Heb das mal auf. Ekelangriff. Ein Stück müssen wir noch, wa? Aber im nächsten Part. Gut. Tschüss.